Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie herzlich begrüßen zu einer Vertiefung in theoretischer Elektrotechnik. Mein Name ist Hans-Georg Krauthäuser. Ich bin Inhaber der Professur für theoretische Elektrotechnik und elektromagnetische Verträglichkeit an der TU Dresden. Wir haben uns vorgenommen, immer mal wieder bestimmte Punkte der theoretischen Elektrotechnik etwas zu vertiefen. Und das sind solche Punkte, bei denen Studierende immer wieder regelmäßig auch bestimmte Verständnisprobleme haben. Diese Vertiefungen muss man sich nicht anschauen, wenn man das Modul Theoretische Elektrotechnik an der TU Dresden belegt. Aber wie gesagt, immer mal wieder gibt es Nachfragen und besonders motivierte Studierende können sich an dieser Stelle dann eben zusätzliche Informationen holen. Die Ausgangslage, ganz kurz nochmal zur Wiederholung, das finden Sie natürlich schon im Handout der eigentlichen Modulveranstaltung. Der Ausgangspunkt sind die Maxwell-Gleichungen, die wir hier an dieser Stelle für das Vakuum betrachten wollen. Das heißt, wir fangen an mit den mikroskopischen Maxwell-Gleichungen. Wir machen führen keine makroskopischen Größen ein, brauchen deswegen auch keine Materialgleichungen. Alles, was wir über Eichung sagen, kann man vollständig verstehen, wenn man nur die Maxwell-Gleichungen im Vakuum betrachtet. Ja, und wie Sie wissen, gibt es eben zwei homogene Gleichungen. Das sind diese beiden hier. Es gibt zwei inhomogene Gleichungen. Es gibt zwei Gleichungen, wo die räumlichen Ableitungen des E-Feldes drin vorkommen. Und es gibt zwei Gleichungen, wo die räumlichen Ableitungen des B-Feldes drin vorkommen. Die Felder und die Quellen sind hierbei stetig differenzierbare Funktionen des Ortes und der Zeit. Und über die zeitlichen Ableitungen sind die Gleichungen auch miteinander verkoppelt. Und diese Verkopplung stellt auch die eigentliche Komplikation bei den Maxwell-Gleichungen dar. Auf der einen Seite ist das eine Komplikation, auf der anderen Seite lebt davon die Lösungsvielfalt. Diese Feldkonstanten, die hier auftauchen, Epsilon 0 und μ 0, die sind nicht voneinander unabhängig, sondern sie sind verknüpft mit der Vakuum-Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, es gilt Epsilon μ 0 gleich 1 durch c Quadrat und c ist die Lichtgeschwindigkeit, die einen Wert von ungefähr 3 mal 10 hoch 8 Meter pro Sekunde hat. Um die Probleme in der Maxwell-Theorie zu lösen, diese Probleme sind sehr, sehr häufig oder in der Regel Randwertprobleme, hat es sich bewährt, Potenziale einzuführen. Genauer gesagt führt man ein elektrisches Skalarpotential und ein magnetisches Vektorpotential ein und die Beziehungen zwischen den Feldern E und B auf der einen Seite und den Potenzialen Phi und A auf der anderen Seite sind gegeben wie hier. Das heißt, E ist gleich minus Gradient Phi minus die zeitliche Ableitung des Vektorpotentials nach der Zeit. Und B ist einfach Rotation A. Warum wählt man diese Potenziale genau in dieser Art? Naja, das liegt daran, dass mit den so gewählten Potenzialen oder mit den so gewählten Beziehungen zwischen den Potenzialen und den Feldgrößen die homogenen Maxwell-Gleichungen automatisch erfüllt werden. Das können wir uns auch anschauen. Divergenz B ist ja dann mit dem Potenzial geschrieben Divergenz Rotation A. Und Divergenz Rotation ist aber immer 0, sodass Divergenz B gleich 0 hier automatisch erfüllt ist. Und die andere homogene Maxwell-Gleichung, Rotation E plus dB nach dt, ist ja 0. Wenn wir das ausschreiben und jetzt einsetzen für die Felder, dann hätten wir einmal Rotation von minus Gradient Phi minus dA nach dt, das ist hier das E-Feld eingesetzt, und dB nach dt, das ist d nach dt von Rotation A. Und dann haben wir hier wieder so eine Beziehung, Rotation von Gradient verschwindet immer, brauchen wir also nicht mitzuschreiben. Und was dann übrig bleibt, ist minus Rotation dA nach dt, das ist dieser Term. Und dann kommt nochmal plus d nach dt Rotation A. Die Ableitungen hier können aber vertauscht werden. Und auf diese Art und Weise wird klar, dass dann auch diese homogene Maxwell-Gleichung
automatisch erfüllt ist. Deswegen wählt man die Beziehungen so in dieser Art und Weise. Was dann noch bleibt, sind die inhomogenen Maxwell-Gleichungen. Die muss man jetzt auch auf die Potenziale umschreiben. Und das gibt dann natürlich die Bestimmungsgleichungen für die Potenziale. Das heißt, wir setzen in die Maxwell-Gleichungen ein. Wir hätten also einmal Divergenz E gleich Rho V durch Epsilon. Mit den Potenzialen geschrieben ist es dann Divergenz von minus Gradient Phi minus dA nach dt gleich Rho V durch Epsilon. Divgrad ist gerade der Laplace-Operator. Das Vorzeichen bringen wir auf die andere Seite. Und hier steht dann noch Divergenz von dA nach dt. Das ist dieser Ausdruck, sodass wir diese Gleichung hier als eine Bestimmungsgleichung bekommen, wo natürlich jetzt im Moment noch Phi und A gleichzeitig drin vorkommen. Genauso ist das auch, wenn wir in die zweite inhomogene Maxwell-Gleichung einsetzen. Da hätten wir also Rotation B, also Rotation A, minus Epsilon μ d nach dt von E. Und E ist ja wieder minus Gradient Phi minus dA nach dt. Und das soll sein μ0 mal J. Oder ausgeschrieben, Rot Rot ist gleich Grad Diff minus Laplace. Das Laplace lassen wir mit umgekehrten Vorzeichen hier stehen. Gradient Divergenz bringen wir auf die andere Seite. Das ist dieser Term. Hier bekommen wir natürlich einmal die zweite Ableitung, das steht hier. Und weil wir Laplace mit positiven Vorzeichen auf dieser Seite stehen haben, steht auf der anderen Seite jetzt minus μ0 mal j. Also, das ist im Prinzip sehr einfach. Das Problem ist, dass diese beiden Bestimmungsgleichungen für die Potenziale noch verkoppelt sind. Und das Ganze wäre natürlich wesentlich einfacher zu handhaben, wenn es gelingen würde, diese beiden Bestimmungsgleichungen zu entkoppeln. Das heißt, eine Gleichung nur für das Skalarpotential, eine andere Gleichung, dann natürlich eine vektorielle Gleichung, nur für das Vektorpotential. Und genau das führt zum Begriff der Eichung, weil man sich nämlich überlegt, wie man genau das erreichen kann. Dafür betrachten wir jetzt zunächst mal eine zweifach stetige Funktion Psi von R und T, das heißt zweifach bezüglich R und T stetig differenzierbar. Und mit Hilfe von dieser Funktion Psi definieren wir das, was wir Eichtransformation nennen wollen. Und zwar genau in der Form, dass wir einmal eine Transformation für das Skalarpotential haben. Das heißt, das Skalarpotential geht jetzt über in ein anderes Skalarpotential, das wir mit einem Strich kennzeichnen. Und das ist eben Phi minus d Psi nach dt. Und das Vektorpotential geht über in ein Vektorpotential-Strich, das wir ausrechnen als A plus Gradient Psi. Diese Formeln fallen zunächst mal vom Himmel. Und wir müssen jetzt motivieren, warum es sinnvoll ist, die genau in dieser Art und Weise einzuführen. Und das sieht man, wenn man sich die zugehörige Transformation der Felder anschaut, weil man dort nämlich feststellt, dass die Felder unter diesen Transformationen invariant bleiben. Was heißt das konkret? Schauen wir uns das fürs B-Feld an. B geht also über in ein B', das jetzt natürlich dann Rotation A' ist. Und wenn wir A' einsetzen, dann ist das eben Rotation von A plus Gradient Psi oder eben auseinandergenommen Rotation A plus Rotation Gradient Psi. Und Rotation Gradient ist immer identisch dem Nullvektor. Sodass wir also schon gezeigt haben, dass unter dieser Transformation B' gleich B ist. Das heißt, wir sehen hier schon, die Transformation des Vektorpotentials ist eine Transformation, die die zugehörige Feldgröße, also in dem Feld die magnetische Induktion, invariant lässt. Und fürs E-Feld müssen wir eine Zeile mehr schreiben, kommt aber genauso raus. E geht also über in E'. Und das ist ja Gradient Phi' minus dA' nach dt. Und jetzt müssen wir sowohl die Transformation für Phi als auch für A' einsetzen. Das ist das, was hier steht. Und wenn man das dann
auseinander nimmt, dann sieht man sehr schnell, dass wir hier wieder zwei Summanden haben, die sich nur in der Reihenfolge der Ableitung unterscheiden. Die können wir aber wieder beliebig austauschen, Satz von Schwarz. Da die ein unterschiedliches Vorzeichen haben, heben die sich also gegenseitig auf. Und was dann übrig bleibt, ist minus Gradient Phi minus dA nach dt und das ist das alte E-Feld. Also auch für das E-Feld gilt, dass genau unter dieser Transformation der Potenziale die Felder invariant bleiben. Und das ist eine sehr schöne Eigenschaft, weil die Felder sind physikalische Größen und natürlich wollen wir die Lösung der Maxwell-Gleichungen nicht dadurch beeinflussen, dass wir jetzt eine gewisse Freiheit bei der Wahl der Potenziale haben. Diese Freiheit bei der Wahl der Potenziale, die wollen wir ja ausnutzen, um die Gleichungen zu entkoppeln und damit die Lösung einfacher zu machen. Aber die Felder sollen natürlich die gleichen sein. Wir schauen uns jetzt mal die Divergenz des Vektorpotentials an und zwar zunächst mal in einem einfachen Fall. Auf der nächsten Folie wird es dann noch ein bisschen allgemeiner werden. Aber häufig ist das der Fall, den man betrachtet. Also, die allgemeinen Bestimmungsgleichungen für die beiden Potenziale, die haben wir uns ja eben schon angeschaut und hatten auch schon gesagt, das sind verkoppelte Gleichungen in dieser Gleichung, wo Laplace Phi steht, kommt eben auch die zeitliche Ableitung des Vektorpotentials drin vor. Und hier, wo eben die Ableitung des Vektorpotentials stehen, kommt auch die zeitliche Ableitung des Skalarpotentials mit rein. Und eine besondere Rolle spielt hier tatsächlich der Ausdruck Divergenz A. Das werden wir gleich sehen. Und wir nehmen jetzt zunächst mal an, dass Divergenz A ein beliebiges skalares Feld sei, das nur von R und T abhängt. Nur von R und T, das ist genau die Einschränkung, die wir hier machen. Wir werden das gleich noch ein klein bisschen verallgemeinern, aber bleiben wir erstmal dabei. Das sei also die Divergenz des Vektorpotentials A. Die Frage ist, ob wir durch eine Eichtransformation dieses skalare Feld auf ein anderes skalares Feld transformieren können. Also das heißt, wir wollen von einem bekannten Wert von Divergenz A übergehen zu einem gewollten Wert von Divergenz A'. Und um die Bestimmungsgleichung zu bekommen, rechnen wir das einfach mal aus. Divergenz A' ist ja dann Divergenz A plus Gradient Psi. Und Divergenz ziehen wir jetzt in die Summe rein. Das heißt, das ist Divergenz A plus Divgrad ist Laplace Psi. Divergenz A war ja das bekannte Feld Alpha und Divergenz A' soll Beta sein. Beides ist also bekannt. Und wenn wir das umstellen, bekommen wir hier einfach eine Poisson-Gleichung als Bestimmungsgleichung für Psi. Und da wir schon wissen, dass die Poisson-Gleichung immer lösbar ist. Wir müssen hier dazu sagen, sie ist auch für jeden Zeitpunkt lösbar. Also wir müssten uns hier vielleicht auch tatsächlich jeden Zeitpunkt anschauen, aber sie ist dann eben lösbar. Und damit ist klar, dass wir diese Eichfunktion Psi auch tatsächlich finden können. Sie ist nicht eindeutig, weil wir könnten zu dieser Lösung der Poisson-Gleichung natürlich eine beliebige Lösung der Laplace-Gleichung, also der zugehörigen homogenen Gleichung, dazu addieren. Und das wäre immer noch eine Lösung. Und genau eine solche, dass man eine, wenn man eine solche Vielfalt hat, dann nennt man das eine Eichklasse. Und was wir dadurch gelernt haben, ist aber, dass wir in diesen einfachen Fällen, wenn wir also eine, ich sag mal, einfache Abhängigkeit der Divergenz A haben und auch eine einfache Abhängigkeit der Divergenz weiterhin haben wollen, wenn das also einfach nur ein skalares Feld ist, dann ist die Divergenz des Vektorpotentials tatsächlich, kann auf beliebige Werte gesetzt werden. Das heißt, wir haben hier eine Wahlfreiheit bezüglich Divergenz A, die wir im nächsten Schritt dann nachher auch bei der ersten Eichung, die wir betrachten werden,
ausnutzen werden. Und ja, eine solche Wahlfreiheit ist natürlich sehr schön. Schauen Sie sich nur die Gleichung hier vorne an. Wenn Sie hier Divergenz A geeignet wählen können, dann wird die Gleichung natürlich wesentlich vereinfacht. Aber das schauen wir uns gleich an. Zunächst mal der etwas allgemeinere Fall. Und zwar haben wir ja gerade gezeigt, dass wir normalerweise die Divergenz des Vektorpotentials auf beliebige Werte setzen können. Was ist aber, wenn die Divergenz des Vektorpotentials auch noch eine Funktion des Skalarpotentials sein soll? Das ist etwas, was wir später bei den beiden anderen Formen der Eichung, die wir betrachten werden, tatsächlich haben. Das heißt, wir gehen jetzt davon aus, dass Divergenz A nicht nur jetzt ein beliebiges skalares Feld ist, sondern wir gehen hier explizit davon aus, dass es nicht nur von R und T, sondern auch von seinem zugeordneten Skalarpotential abhängen soll. Und in diesem Fall können wir wieder rechnen, was ist denn dann Divergenz A'? Das ist wieder Divergenz A plus Gradient Phi, das ist wieder Divergenz A plus Laplace Psi. Und das ist jetzt aber natürlich eine Funktion von R, T und Phi'. Phi', weil wir ja hier A' betrachtet haben. Und Phi' müssten wir an dieser Stelle nochmal einsetzen. Und dann sieht man, dass hier tatsächlich die Zeitableitung der Funktion, die wir suchen, auch nochmal auftaucht. Und das ist damit im Allgemeinen keine Poisson-Gleichung mehr. Beispiele werden wir nachher sehen, wie das konkret aussieht. Aber natürlich können wir jetzt erst weitere Aussagen machen, wenn wir wissen, wie diese funktionale Abhängigkeit tatsächlich aussieht. Und dann muss man sich tatsächlich über die Existenz von Psi nochmal Gedanken machen. Gut, kommen wir zum ersten Fall der Eichung, die wir betrachten wollen. Und das ist die Coulomb-Eichung. Geht zurück auf Charles de Coulomb, 1786 bis 1806. Und unter der Coulomb-Eichung versteht man eine Eichtransformation. Wir werden das jetzt auch immer kennzeichnen durch Index C wie Coulomb, für die wir fordern, dass die Divergenz von AC gleich 0 sein kann. Das ist, wenn wir zurückdenken an das, was wir zwei Folien vorher hatten, einer der einfachen Fälle. Hier fordern wir einfach, dass das ein bestimmtes skalares Feld ist, aber es ist nicht nochmal vom Skalarpotential abhängig. Das heißt, es ist schon klar, dass wir diese Setzung so vornehmen können. Die allgemeinen Bestimmungsgleichungen für die Potentiale, die wir eben noch auf der Folie hatten, die vereinfachen sich dann natürlich. In der Gleichung hatten wir ja noch die Divergenz der Zeitableitung des Vektorpotentials drin. Wenn die Divergenz von AC aber 0 ist, fällt das komplett raus. Und auch der zweiten Bestimmungsgleichung fällt eben der weitere Summand, wo Divergenz A drin steht, weg. Das ist also schon sehr viel einfacher hier, aber noch nicht hundertprozentig befriedigend, weil wir haben ja hier diese zweite Gleichung, über die zweite Gleichung immer noch eine Verkopplung mit der ersten Gleichung, weil hier eben noch Phi C drin steckt, was wir aus der ersten Gleichung bestimmen. Die sind also nicht entkoppelt, diese Gleichungen. Trotzdem können wir die erste Gleichung, die ja eine Bestimmungsgleichung für Phi C auf jeden Fall ist, da können wir die Lösung sofort hinschreiben. Wir kennen die Green'sche Funktion des Laplace-Operators und mit der Kenntnis der Green'schen Funktion des Laplace-Operators ergibt sich diese Lösung natürlich unmittelbar. Wenn man jetzt aber auch eine explizite Lösung für das Vektorpotential haben muss, dann muss man im Prinzip jetzt aus dieser zweiten Gleichung das Phi C eliminieren. Und das müssen wir uns jetzt mal anschauen, wie das denn beispielhaft gehen kann. Es gibt mehrere Wege, ich zeige hier nur einen. Wir betrachten also nochmal die Bestimmungsgleichung, so wie wir sie gerade hatten, und erinnern uns als nächstes an das Helmholtz-Theorem. Das
Helmholtz-Theorem sagt, wir können ein beliebiges Vektorfeld in einen longitudinalen, rotationsfreien Anteil, den nennen wir FL, und in einen transversalen, divergenzfreien Anteil FT zerlegen. Statt FL und FT schreibe ich jetzt einfach mal Alpha und Beta, dann hat man weniger Indizes, dann ist das übersichtlicher. Das heißt, ein beliebiges Vektorfeld stelle ich dar als Alpha plus Beta und dabei gilt, dass eben die Rotation von Alpha gleich 0 sein soll. Das ist eben hier das transversale Feld und dann, wenn die Rotation von 0 ist, dann ist Alpha selber ein Gradientenfeld. Das heißt, wir können Alpha als Minusgradient von A schreiben, wobei A jetzt ein skalares Feld wieder ist. Und für das Beta soll gelten, dass es transversal, also divergenzfrei ist. Das heißt, Divergenz B ist 0 und damit ist eben Divergenz Beta ist 0 und damit ist Beta eben gleich Rotation von B. Und die Felder A und B, die ja jetzt hier zunächst mal noch unbekannt sind, die können wir tatsächlich wieder aus der Kenntnis der griechischen Funktion des Laplace-Operators berechnen. Lösungen stehen hier. Die genaue Rechnung dazu muss uns jetzt nicht weiter interessieren. Das finden Sie überall dort, wo auch das Helmholtz-Theorem behandelt wird. Das heißt, A und B sind hier bekannt. Und F ist ja hier wieder unser ursprüngliches Vektorfeld. Und genau das, was wir jetzt hier gemacht haben, diese Zerlegung, wenden wir jetzt an auf die Stromdichte J, die ja unser Quellterm ist. Das heißt, auch dieses J zerlegen wir in einen longitudinalen und in einen transversalen Anteil. Wieder genauso wie gerade eben gefunden, dieser longitudinale Anteil ist eben minus Gradient dieses skalaren Feldes und der transversale Anteil ist Rotation von diesem Vektorfeld, das hier steht. Und wir können jetzt erneut uns nochmal die Gleichung des Skalarpotentials anschauen. Und was wir jetzt machen wollen, ist, dass wir einen Ausdruck bekommen wollen für den Gradienten der Zeitableitung von diesem Skalarpotential, weil das ist genau der Term, den wir eigentlich eliminieren wollen. Das heißt, wir bilden jetzt die Zeitableitung. Das ist das, was hier steht. Und über die Kontinuitätsgleichung können wir hier die Zeitableitung d rho v nach dt umschreiben auf die Divergenz der Stromdichte. Weil hier die Abhängigkeit unterm Integral von R' ist, ist das auch die Divergenz bezüglich R'. Deshalb ist das hier gekennzeichnet. Und Sie sehen schon, worauf das hinausläuft. Divergenz R' von J unterm Integral, das ist genau der Term hier. Das heißt, diesen Term hier, den werden wir umschreiben können auf die longitudinale Stromdichte. Und genau das machen wir jetzt. Wir vergleichen die Terme und stellen fest, dass Gradient d phi c nach dt eben gerade 1 durch Epsilon 0 mal die longitudinale Stromdichte ist. Und wenn wir uns wieder die Bestimmungsgleichung anschauen, dann ist eben dieser Term hier, Gradient d phi c nach dt, gerade der Term, den wir eliminieren wollen. Das heißt, wir setzen an dieser Stelle jetzt diesen Term hier mit der Stromdichte an. Das ist hier hingeschrieben. Und wenn wir uns das anschauen, dann haben wir hier jetzt natürlich einmal die tatsächliche Stromdichte. Und wenn wir das minus μ0 ausklammern, dann ergibt der zweite Term gerade minus die longitudinale Stromdichte, sodass das insgesamt einfach die transversale Stromdichte ist, also ein Teil der Stromdichte. Und damit ist auch klar, wie die Lösung aussieht. Wir haben ja jetzt wieder, wenn dieser Term jetzt hier, wenn wir hier wieder
eine normale Wellengleichung haben. Ne? Also hier steht eine normale Wellengleichung mit dieser Inhomogenität. Dann kennen wir die Lösung natürlich aus der Greenschen Funktion des Wellenoperators. Und die Lösung ist genau das, was hier steht. Die Greensche Funktion des Wellenoperators ist eine retardierte Lösung. Das heißt, hier steht anstelle der normalen Zeit eben die retardierte Zeit, die ja nichts anderes ist als t minus Wurzel epsilon 0 mu 0 und dann r minus r' Betrag. Oder wenn Sie sich daran erinnern, dass das hier nichts anderes ist als 1 durch c, dann ist das t minus r minus r' Betrag durch c. Wenn wir das zusammenfassen, dann haben wir natürlich jetzt für die Coulomb-Eichung die bekannte Beziehung zwischen den Potentialen und den Feldern. Das gilt immer zwischen den Potentialen und den Feldern. Wir hatten die Eichfestlegung Divergenz C gleich 0. Wir hatten die Potentiale gefunden in Coulomb-Eichung. Was ein bisschen auffällt, ist, dass hier das Vektorpotential retardiert ist, damit auch kausal, das Skalarpotential aber instantan ist, damit eigentlich akausal. Das ist aber nicht dramatisch, weil im E-Feld steht tatsächlich auch das Vektorpotential nochmal drin. Und wenn man das durchrechnet, stellt man fest, dass E und B tatsächlich in jedem Fall auch kausal rauskommen. Die Schreibweise hier mit der transversalen Stromdichte, die ist besonders interessant natürlich bei Problemen, bei denen Divergenz J gleich 0 ist. Wenn Divergenz J gleich 0 ist, und das ist häufig auch der Fall, wenn Divergenz J gleich 0 ist, dann ist ja der transversale, die transversale Stromdichte gleich der Stromdichte selber. Und in dem Fall stünde hier dann direkt die Stromdichte, dann hat man überhaupt keine Probleme. Ansonsten muss man eben tatsächlich sich die transversale Stromdichte berechnen, aber auch die ist formal gesehen bekannt, weil ja die Stromdichte bekannt sein muss. Das heißt, ich kann das geschlossen hinschreiben. Ob ich das Integral dann analytisch lösen kann, steht auf einem anderen Blatt, aber zumindest können wir die Lösung formal hinschreiben. Gut, und die Bemerkungen über die Kausalität habe ich ja schon gemacht. Die zweite Eichung, die wir uns anschauen können, das ist auch eine sehr bekannte Form der Eichung, das ist die Lorentz-Eichung. Lorentz mit Z, also das ist der Ludwig Valentin Lorentz 1829 bis 1891 und nicht der Lorentz mit TZ aus der Lorentz-Transformation. Die Lorentz-Eichung wird manchmal auch dem anderen Lorentz zugeschrieben. Der hat das tatsächlich auch veröffentlicht, wahrscheinlich sogar unabhängig gefunden. Aber Lorentz war auf jeden Fall früher. Deshalb ist die Zuordnung zu Ludwig Valentin Lorentz die korrekte Zuschreibung. Und allgemein schreiben wir uns die Beziehungen, die Bestimmungsgleichungen für die Potentiale nochmal hin. Die haben wir ja jetzt schon ein paar Mal gesehen. Und Lorentz-Eichung heißt jetzt, dass wir tatsächlich auch wieder eine Anforderung an die Divergenz des Vektorpotentials vornehmen. Jetzt aber den etwas komplizierteren Fall wählen. Hier fordern wir also tatsächlich, dass die Divergenz des Vektorpotentials selber eine Funktion des Skalarpotentials sein soll. Und wenn man das zunächst mal so annimmt, nehmen die Gleichungen tatsächlich eine besonders einfache Form an. Also hier ist ja in der Gleichung, hier ist einmal einerseits klar, dass mit der Beziehung hier dieser Term hier hinten einfach wegfällt. Das heißt, das wird einfach zu einer Wellengleichung. Und wenn man aber in die andere Gleichung diese Beziehung einsetzt, hier steht ja auch Divergenz A, dann sieht man auch sofort, dass das auch auf eine Wellengleichung führt. Das heißt, in beiden Fällen haben wir hier eine Wellengleichung, einmal eine skalare Wellengleichung, einmal eine vektorielle Wellengleichung.
Und ja, da wir ja die Greens-Funktion des Wellenoperators kennen, können wir hier in beiden Fällen natürlich die Lösung formal sofort hinschreiben. Und wie wir eben schon gesehen haben, ist die Greens-Funktion, hat die Greens-Funktion des Wellenoperators eine retardierte Lösung, sodass wir hier in beiden Fällen jetzt tatsächlich retardierte Potenziale haben. Und die Retardierung ist hier wieder mit der Vakuum-Lichtgeschwindigkeit. Also eigentlich eine sehr, sehr einfache, sehr schöne Eichung, eine Eichung, die auf wunderbar symmetrische Gleichungen führt, die deswegen auch extrem beliebt ist. Hier ist es ja auch offensichtlich, dass die Potenziale schon kausal sind und dann wundert es gar nicht, dass die Felder natürlich dann auch kausal sind. Und da wir ja wissen, dass die Felder eichvariant sind, ist damit eigentlich auch gezeigt, dass die Felder in jedem Fall kausal sein müssen. Hier stellt sich aber, wie wir eben schon bemerkt haben, jetzt natürlich die Frage, ob die Eichbedingung tatsächlich immer erfüllt werden kann. Die Eichbedingung steht hier nochmal. Und um das zu überprüfen, nehmen wir einfach mal an, dass wir ausgehen von einem Zustand, wo sie nicht erfüllt ist. Das heißt, wir starten mit einem A und es sei Divergenz A plus Epsilon 0 μ 0 d phi nach dt gleich Alpha ungleich 0. Und dann machen wir eine Eichtransformation auf unsere Lorentz-geeichten Potenziale phi L und AL in der bekannten Form und setzen jetzt natürlich einfach ein. Das heißt, wir brauchen jetzt nur hinzuschreiben, was ist denn dieser Ausdruck? Der soll ja in Lorentz-Eichung dann eben 0 werden. Und wenn wir das ausschreiben, dann ist das natürlich einmal Divergenz A und dann Divergenz Gradient Psi, also Laplace Psi, und dann plus Epsilon μ d Phi nach dt und dann noch der zweite Faktor minus Epsilon μ d2 d Phi nach dt Quadrat. Das soll ja oder das formen wir jetzt entsprechend um. Wir haben ja hier Laplace Psi minus Epsilon 0 mu 0 d2 phi nach dt, das ist das, was hier steht. Und die anderen Terme bringe ich auf die andere Seite, das soll insgesamt ja 0 sein, also bringe ich die anderen Terme auf die andere Seite. Die anderen Terme sind aber in der Summe nach Voraussetzung Alpha auf die andere Seite gebracht, ist das dann eben minus Alpha, sodass wir hier eine Wellengleichung haben mit einer bekannten Inhomogenität. Und auch hier wissen wir, dass die Lösung existiert. Wir könnten sie auch sofort wieder aus der Kenntnis der Greens-Funktion des Wellenoperators hinschreiben. Auch hier haben wir eine ganze Eichklasse. Das heißt, wenn wir jetzt von Psi übergehen auf ein Psi plus Psi plus Chi, dann könnten wir ja verlangen, dass Xi die homogene Wellengleichung erfüllt. Und wenn dieses Xi die homogene Wellengleichung erfüllt, dann ist die Summe natürlich immer noch eine Lösung der inhomogenen Wellengleichung. So dass wir also auch hier diese Eichbedingung an diese Divergenz des Vektorpotentials erfüllen können. Ja, jetzt sieht das so ein bisschen aus, als wären die Coulomb-Eichung und die Lorentz-Eichung zwei vollkommen unterschiedliche Arten der Eichung. Das ist aber eigentlich gar nicht der Fall. Und es ist ganz hilfreich, sich einen Fall anzuschauen, der das Ganze quasi nochmal zusammenfasst. Und das ist die sogenannte Geschwindigkeitseichung oder V-Eichung. Wenn wir uns Lorentz-Eichung und Coulomb-Eichung nochmal
nochmal gegenüberstellen, damit wir den Überblick nicht verlieren. Dann hatten wir ja die Formeln entsprechend gefunden, so wie das hier steht. Und man kann jetzt Folgendes machen. Man kann mal in Verallgemeinerung sowohl der Coulomb- als der Lorentz-Eichung die sogenannte V-Eichung einführen und einen Ausdruck hinschreiben, der so ähnlich eigentlich aussieht wie die Lorentz-Eichung, ist also auch wieder einer der Fälle, wo Divergenz A explizit vom Skalarpotential abhängt. Aber der Vorfaktor, den wählen wir jetzt nicht als 1 durch c Quadrat, sondern als 1 durch v Quadrat, wo v bei v jetzt vollkommen beliebige Werte annehmen darf. Außer 0, das wäre hier nicht zulässig, aber ansonsten wären beliebige Werte von V zugelassen. Und wenn man das so hinschreibt, dann erkennt man natürlich, dass es in Bezug auf die Eichbedingung Lorentz-Eichung und Coulomb-Eichung zwei Grenzfälle sind. Die Lorentz-Eichung ergibt sich natürlich sofort für V gleich C. Dann haben wir ja direkt die Bedingung der Lorentz-Eichung da stehen. Und bei der Coulomb-Eichung hatten wir ja Divergenz AC gleich 0 und diesen Fall erreicht man gerade für V gegen unendlich. Das heißt, V gegen unendlich wäre in der V-Eichung dann der Grenzfall, wo die Coulomb-Eichung erreicht wird und V gleich C ist der Fall, wo dann eben die Lorentz-Eichung erreicht wird. Und wir schauen einfach mal, ob wir auch in diesem Fall einfach die Potenziale hinschreiben können. Und tatsächlich starten wir wieder mit der ganz normalen, allgemeinen Beziehung und nutzen jetzt eben die Eichbedingung, die wir eben hingeschrieben hatten, aus und schreiben dementsprechend jetzt eben die allgemeinen Bestimmungsgleichungen um. Also die erste Bestimmungsgleichung mal hier hingeschrieben, statt Divergenz. Divergenz A steht jetzt eben, setzen wir für Divergenz A diesen Ausdruck ein. Das gibt dann natürlich hier die zweite zeitliche Ableitung, sodass wir diese Gleichung bekommen. Und fürs Vektorpotential können wir hier Divergenz A natürlich auch entsprechend einsetzen. Das gibt diese Gleichung und diese rechte Seite können wir jetzt entsprechend auch umschreiben, so wie das hier steht. Das ist kein großes Problem. Und ja, für das Skalarpotential, da ist das ja nach wie vor einfach eine Wellengleichung. Jetzt allerdings mit einer Ausbreitungsgeschwindigkeit in Anführungsstrichen, die jetzt eben v wäre und nicht c. Dementsprechend wäre die Lösung auch formal genauso hinzuschreiben, wie wir das vorher schon gesehen haben bei der Coulomb-Eichung, bei der Lorentz-Eichung. Nur, dass die Retardierung jetzt hier eben nicht mit der Lichtgeschwindigkeit geht, sondern mit einer beliebigen Geschwindigkeit v. Und somit wäre das Skalarpotential in V-Eichung hier also schon komplett bestimmt. Für das Vektorpotential ist es naheliegend, dass wir wieder genauso vorgehen, wie wir das auch bei der Coulomb-Eichung gemacht haben. Das heißt, wir machen eine Aufteilung wieder der Stromdichte in einen longitudinalen, in einen transversalen Anteil, genauso eben, wie wir das vorher auch schon hingeschrieben haben. Und nutzen jetzt auch wieder die Kontinuitätsgleichung, nutzen auch wieder die Lösung des Skalarpotentials, die wir gerade in der Folie vorher hatten. Und zusätzlich nutzen wir aber, damit wir das umschreiben können auf die richtige Zeit, dass es egal ist, ob wir die Ladungsdichteverteilung T retardiert nach T ableiten oder ob wir die Ladungsverteilung am Ort T nach T ableiten. Und das sieht man einfach, indem man sich das hinschreibt und sagt, d rho v von T retardiert nach T ist d rho v T retardiert nach T retardiert mal T retardiert nach dt. T retardiert nach dt ist ja einfach 1, weil der Summand fällt weg und die T-Abhängigkeit ist ja einfach mit einem V-Faktor 1.
Ob ich jetzt aber D rho V nach T retardiert nach T retardiert schreibe oder ob ich die Variable jetzt einfach hier ersetze und schreibe D rho V von T nach DT, das ist vollkommen egal. Sodass wir insgesamt wieder einen Ausdruck bekommen für den Gradienten der zeitlichen Ableitung des Skalarpotentials jetzt in V-Eichung. Das ist ja genau das, was wir eliminieren wollen wieder. Dafür schreiben wir hier zunächst eben den kompletten Lösungsausdruck rein für Phi C und ziehen jetzt und machen jetzt mehreres gleichzeitig. Zum einen haben wir ja hier Rho V und wenn wir die Zeitableitung reinziehen, dann haben wir hier ein Rho V nach dt, was dann eben als Minus-Divergenz von J umgeschrieben werden kann. Divergenz bezieht sich natürlich nach wie vor auf R', weil auch hier in der ursprünglichen Formel R' steht. Ob hier T retardiert steht oder ob hier T steht, ist aber egal. Das ist das, was wir hier gerade gezeigt haben, weil über die Zeitableitung das egal ist, ob das T retardiert oder T ist. Sodass wir diesen Ausdruck bekommen und das ist eben 1 durch Epsilon 0 mal dem longitudinalen Stromdichte. Und das können wir jetzt eben wieder einsetzen. Wir hatten ja diese Bestimmungsgleichung des Vektorpotentials und diesen Term hier hinten, den haben wir gerade ausgerechnet. Und wenn wir den einsetzen, dann haben wir hier diesen Term, das ist der, den wir gerade gefunden haben, den setzen wir hier an dieser Stelle ein. Bringen das Ganze jetzt wieder, ziehen das μ0 raus, sodass wir unterm Integral dann eben nur Stromdichten haben, die wir jetzt in der Klammer nur Stromdichten haben, die wir jetzt in geeigneter Form zusammenführen. Und dann sehen wir, dass wir anders als beim Coulomb-Potential hier nicht nur den transversalen Strom haben, sondern wir haben eine geschwindigkeitsabhängige Mischung von beiden Stromdichten. In den Grenzfällen V gegen unendlich ergibt sich wieder der Coulomb-Fall und im Grenzfall V ist gleich C, steht hier einfach JT gleich JL, das ist die Stromdichte insgesamt, das ist genau der Lorentz-Fall, da stand ja die Stromdichte selber dann auch in der Lösung drin. Ja, und das ist jetzt wieder eine Wellengleichung, tatsächlich mit Ausbreitungsgeschwindigkeit, Lichtgeschwindigkeit. Und einer Inhomogenität, in der jetzt eben sowohl die Lichtgeschwindigkeit als auch die andere Geschwindigkeit drin vorkommt. Weil aber die Ausbreitungsgeschwindigkeit die Lichtgeschwindigkeit ist, arbeiten wir hier natürlich wieder mit der normalen Retardierung, mit der gewohnten Retardierung, mit der Lichtgeschwindigkeit. Und das Vektorpotential können wir dann eben geschlossen hinschreiben. Schauen wir uns auch in dem Fall zum Abschluss noch mal ganz kurz an, ob wir denn tatsächlich eine solche Eichfunktion auch in jedem Fall finden können. Wir haben ja schon gesehen, okay, V gegen unendlich und V gleich C sind zwei Grenzfälle. Aber wie ist das, wenn wir von einer beliebigen Eichung V1 zu einer anderen Eichung V2 übergehen wollen? Und um uns das anzuschauen, starten wir wieder mit den ganz normalen Transformationen und wir gehen davon aus, dass die Potenziale jetzt in einer V1-Eichung, natürlich mit V1 ungleich 0, bekannt seien. In dieser V1-Eichung gilt dann diese Beziehung zwischen dem Vektorpotential und dem Skalarpotential. Das haben wir ja gerade gesehen. Wir schreiben uns hin, was denn dann für die V2-Eichung, natürlich jetzt wieder mit V2 U gleich 0, gilt. Schreiben wir also hin, was ist dann Divergenz V2? Das ist natürlich Divergenz A V1 plus Gradient Psi. Und das soll ja sein in V2-Eichung minus 1 durch V2 Quadrat d V2 nach dt. Beide Seiten können wir umschreiben, indem wir jetzt die Divergenz reinziehen. Divergenz V1 ist aber gerade dieser Ausdruck, der hier steht. Und Divgrad ist Laplace, das ist das, was hier steht.
Und hier auf der anderen Seite steht natürlich das Phi V2. Das müssen wir auch wieder auflösen in ein Phi V1 minus d Psi nach dt. Das ergibt eingesetzt diesen Term oder dann Terme sortiert, also Laplace-Term auf diese Seite und die zweite zeitliche Ableitung von Psi auch auf die linke Seite und alles andere auf die rechte Seite, zeigt uns, dass wir hier auch wieder eine Wellengleichung bekommen. Und diese Wellengleichung hat eine Ausbreitungsgeschwindigkeit V2 und eine bekannte Inhomogenität. Sowohl V1 als auch V2 als auch das Skalarpotential V1 sollen ja bekannt sein. Und natürlich könnten wir jetzt die Lösung jetzt auch sofort wieder hinschreiben. Wir kennen ja die Greens-Funktionen des Wellenoperators und bekämen natürlich eine Retardierung jetzt wieder rein, eine Retardierung mit Konstante V2. Gut. Das soll es jetzt an der Stelle auch gewesen sein. Ich hoffe, dass dadurch das Thema Eichung vielleicht ein wenig klarer geworden ist. Wir sind in der Vertiefung jetzt auch tatsächlich mit der V-Eichung etwas doch darüber hinausgegangen, was Sie in typischen Lehrbüchern finden. Ich finde aber, dass das auch noch mal ein bisschen klarer macht, was die Bedeutung von Coulomb-Eichung und der Lorentz-Eichung eigentlich ist. Ja, das soll es eigentlich dann auch sein. Und natürlich können Sie Ihre Fragen gerne in die Kommentare schreiben. Und wie immer finden Sie weitere Informationen natürlich auch auf den Webseiten der Professur. Besten Dank, bis zum nächsten Mal.